Digitalisierung ist jetzt, nicht erst in Zukunft. Trendit. Willkommen beim zweiten Branchenkongress zur Digitalisierung. Wir sind mitten in der Digitalisierung. Also wenn man heute davon spricht, dass irgendwann einmal Digitalisierung losgeht, das ist falsch. Wir befinden uns mitten darin. Und wir als Interessensvertreter für die Unternehmensberater, Buchhaltungsberufe und Informationstechnologen sind natürlich daran interessiert, den Markt für unsere Mitglieder aufzubereiten. Das heißt, das Thema Sensibilisieren, das Thema Spielen, einfach, dass es in den Köpfen der Menschen drinnen ist. Es gibt verschiedene Apps, es gibt verschiedene Anforderungen und da muss man halt auch schauen, was braucht man, was möchte der Kunde haben. Wie komme ich weiter und vor allem die Kosten, die sind für uns auch, das dreht sich so schnell. Die Technologisierung, die ist in so einem schnellen Kreislauf, dass man auch aufpassen muss, wie man sich weiter bewegt. Und der Weg zum digitalen Erfolg ist anspruchsvoll. Veränderungen gibt es ständig. Die große Herausforderung, schon heute auf das Morgen vorbereitet zu sein. Auf was es dabei ankommt? Die Experten wissen es. Für mich ist es ganz essentiell, dass die Firmen, wenn sie neue Wege gehen wollen, sich als Betrieb mit allem, was sie haben, den Prozessen, den Strukturen der Organisation, den Produkten auf die Rüttelstrecke stellen und überprüfen, ob das, was ich tue, noch zukunftsfähig ist oder ob ich irgendetwas verändern muss. Ich muss die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitnehmen. Ja? Wie kann ich die rechtzeitig ins Boot holen, auch ihr Wissen abholen? Wie kann ich mit Ihnen gemeinsam das gestalten, weil es wird an beiden Enden liegen. Also es wird an den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern liegen und es wird am Kunden liegen. Also beide muss ich mit reinnehmen, um schlussendlich erfolgreich dann am Gipfel anzukommen. Und da kann ich natürlich am besten mir einen Berater nehmen von der UBIT, weil die kennen sie aus, die sind zertifiziert und die wissen genau, wie sie mich als Lotsen durch diesen Dschungel führen. Wir haben jetzt seitens der Fachgruppe UBIT die Digital Roadmap entwickelt, eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für Unternehmen am Weg in die Digitalisierung. 7 Schritte, die zu erfüllen sind, dann kann man sagen, dann ist man vorn dabei. Und vorn dabei ist die Steiermark auf jeden Fall. Der Blick in die digitale Zukunft sieht vielversprechend aus. Ich denke, dass wir gut aufgestellt sind. Wir vernetzen uns, die Industrie und die Wissenschaft arbeiten zusammen. Die Innovationen passieren sowohl in der Grundlagenforschung als auch in Form von kollaborativen Projekten. Und wir müssen schauen, aus meiner Sicht in den nächsten Jahren, dass wir das so fortsetzen, dass wir die Vernetzung noch weiter verstärken. Und somit sicherstellen, dass wir unsere Vorreiterrolle auch behalten. Wir müssen immer noch vorschauen, nie nach hinten und es wird sich so viel Positives auch ergeben. Vielleicht auch für den einen oder anderen noch nicht ganz so verständlich, aber ich glaube, das ist die Zukunft. Ich glaube, ich bin sehr digital schon, also ich sehe mich absolut als Digital Native an. Ich nehme mir das Recht raus, auch am Wochenende meine E-Mails zu beantworten, zum Leidwesen meiner Frau. Und ich bin natürlich auch auf Social Media, zum Leidwesen meiner Tochter. Aber wir haben uns darauf geeinigt, dort wo sie ist, bin nicht ich und ich bin nicht mit ihr befreundet. Also ich lebe sozusagen vor dem Bildschirm, von der Früh bis in die späten Abendstunden. Und eigentlich jetzt auch durch die Anregung unserer Moderatoren denke ich, dass ich mir ein bisschen überlegen müsste, ob ich nicht wieder ein bisschen analoger werden sollte. Grundsätzlich sehr gerne digital, weil es mir einfach einen Spaß macht, mit diesen Themen zu beschäftigen. Ob ich jetzt wirklich gut daran bin, das weiß ich nicht, aber mir taugt es ganz einfach. Also ich versuche einen guten Spagat aus Tradition und Innovation zu leben. Das heißt, ein großer Teil von mir ist noch analog, aber das ganze berufliche Umfeld ist schon weitestgehend digitalisiert. Die digitale Welt liegt eben voll im Trend.